Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei The Witness. Und ich bin ratlos, ziemlich ratlos. Ich weiß sogar gerade noch nicht mal, wo wir hergekommen sind, aus welcher Richtung. Von hier, ne? Ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, doch, wir sind hier an der Seite vorbeigegangen, genau. Ja, in der Mühle bin ich nicht weitergekommen. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Vielleicht gehe ich nach hier, aber ich glaube, da. Ja, das ist nur, da geht es nur zu den. Zu den Bäumen, wo wir die Rätsel eh schon gelöst haben. Genau. Ja, schauen wir mal hier in die Stadt. Dorf, was auch immer. Ob es da weitergeht. Irgendwie ergibt sich für mich. Ach ja. Ergibt sich für mich nicht so wirklich ein. Hey. Ein Sinn hinter den Rätseln. Das einer. Ist das eine Statue? Ja. Okay. Okay, nun denn. Okay, hier ist alles so miteinander verbunden. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt. Hier. Guck mal. Hier wollen sie uns was erklären. Okay, wir müssen in den Ausgang. Das ist falsch. Gut. Vielleicht müssen wir das. So wie er, also so. Nee, so auch nicht. Hätte ich jetzt fast. Das ist ja auf der Abbildung sind es vier Kästchen. Eins, zwei, drei, vier Kästchen. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wenn ich das hier so abgrenze einfach vielleicht. Nee, das wird schon was damit zu tun haben. Es sind vier Kästchen in einer bestimmten Reihenfolge. Hier eins, zwei, drei und dann hier der Pinöppel. Vier. Und das wird schon seine Gründe haben, warum das so ist. Eins, zwei. So, dann hätte ich vier Kästchen abgegrenzt. Aber das will er von mir nicht. Vielleicht so. Das möchte er auch nicht von mir. Vielleicht, dass ich da hingehe. Naja, das kann ja nicht sein. Jetzt hätte ich gesagt, dass er das vielleicht so haben will. Aber das. Oder wartet mal. So. Versteife ich mich wahrscheinlich zu doll auf irgendwas. Boah, aber ich komme auch nicht hinter, ey. Es ist echt. Es ist echt kackenschwer. Ich habe keine Ahnung. Vier Kästchen in der Form.
Aber es ist ja auch nicht gerade. Es zeigt so nach rechts oben. Das kann ja auch nicht sein. Es gibt natürlich Milliarden verschiedener Möglichkeiten, wie man hier ans Ziel kommen könnte. Die sind alle falsch. Okay. Ja, das ist alles Quatsch, was ich mache, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe null Ahnung. Null Ahnung, wie das funktionieren soll. Null Ahnung. Und die Rätsel werden dann wahrscheinlich aber auch darauf beruhen. Na, hier sind einfach. Ja, das sind diese stinknormalen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Keine Ahnung, dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Ist ja einfach. Warum nicht? Aber warum nicht? Es gibt hier gar keinen Hinweis darauf, wie das zu lösen wäre. Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Das Spiel überfragt mich. Also irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Hat jemand eine Ahnung? Fragezeichen. Ich habe null Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier sind ein Schwarz und Weiß. Ein Schwarz und Weiß voneinander trennen. Das hatten wir schon. Das war ja gar nicht so schwer. So. Aber was bedeuten diese beiden? Vielleicht immer zwei Kästchen? Anders kann ich es mir nicht. So, zwei Kästchen. So. Zwei. Nee. Nee. Da so ein bisschen die Geduld flöten. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, guck mal, hier geht's unter die Erde. Aber was bringt mir das, wenn ich nicht mal mit den einfachsten Rätseln vorankomme? Und hier kann man nicht mal was drücken. Das ist eine Tür. Okay. Okay. Ja, wenn ich da zurückdenke an die schönen Sachen mit dem Spiegeln und so, das war alles noch richtig easy. Da hatte ich auch noch relativ viel Spaß, aber mittlerweile renne ich nur wie so ein Dulli durch dieses Dorf. Da hinten waren wir auch schon. Und haben keine Ahnung davon. Das ist doch alles relativ schwer. Aber vielleicht haben wir auch nur was übersehen. Wir gucken uns noch mal ein bisschen weiter um. Jetzt hier in die Kirche, ja. Gibt's hier was? Hm.
Vielleicht muss man wie bei den Apfelbäumen die Umgebung mit einbeziehen, aber mir würde nicht einfallen, inwiefern. Okay. Nach da. Ich habe gerade einen Gedanken, weil wenn ihr mal guckt, vielleicht hat es da was mit zu tun, vielleicht auch überhaupt nicht. Diese Streben hier. Es gibt abgebrochene und es gibt nicht abgebrochene. Und wenn das bedeuten würde, dass man in die Richtung gehen kann. Also hier können wir nach oben gehen, weil die Strebe oben da ist. Dann können wir nach links gehen, weil es da eine Strebe gibt. Dann können wir nach oben gehen, weil es eine Strebe gibt. Und da gibt es keine. Nee, da müssen wir hier nochmal weitergehen. Weil es gibt nämlich keine Strebe nach links. Aber wie soll das funktionieren? So. Und hier geht es wieder auch nicht. Nee, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Nee. Schade eigentlich. Ich dachte, das hätte ich jetzt mal wieder was. Hier hätte ich mal wieder was gefunden. Aber hier könnte man auch so machen. Puh. Keine Ahnung. Aber war bestimmt mal eine schicke Kirche. Gehen wir hier mal hoch. Nicht, dass ich da eine Hoffnung hätte, dass das hier gut wird. Hier ist nur eine Glocke. Ding, ding. Hier kann man wieder schön viel gucken. Aber hilft uns das weiter? Wäre die andere Frage. Dieses Erklärbär-Schild, wenn wir das verstehen würden, das würde uns, glaube ich, viel bringen hier unten geradezu. Scheiße. Naja. Der sich bewegt? Nee. Hier liegen Steine auf dem Boden. In einer bestimmten Reihenfolge oder nicht? Guck mal hier, das ist wie als wenn er so einen Bogen in den Händen halten würde. Oder einen Hoden. Boah, das ist echt kompliziert. Ich glaube, das ist nicht unser Dorf. Wir gehen mal hier weiter. Huch. Vielleicht müssen wir auch an komplett andere Ende der Welt. Wer weiß das schon? Wenn es über 600 Rätsel gibt, wird es sicherlich ein Rätsel geben, das wir lösen können. Guck mal, da geht's zum Berg. Oh, schön. Schön, hier erstmal alle Blumen kaputt treten. So, ich laufe mal ein bisschen schneller. So. Willkommen in der Burg. So, vielleicht gibt uns ja die Burg nicht nochmal so viele Rätsel. Nicht nochmal so viele Rätsel auf. Ich glaube, die Burg lässt uns gar nicht erst rein. Naja, super. Das ist ja grandios. Was haben die hier gespielt? Für ein Spiel. Das sieht aus wie Schach. Da ist ein Minnesänger. Mit einer E-Gitarre. Zur Hölle, was ist das denn? I boasted among men that I had known you. They see your pictures in all works of mine. They come and ask me, who is he? I know not how to answer them. I say, indeed, I cannot tell. They blame me, and they go away in scorn. And you sit there, smiling. I put my tales of you into lasting songs. The secret gushes out from my heart. They come and ask me, tell me all your meanings. I know not how to answer them. I say, ah, who knows what they mean? They smile and go away in utter scorn.
And you sit there smiling. Rabindranath Tagore, 1910. Mhm. Klingt ja ganz interessant. Ich hab nicht alles verstanden, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn jetzt los? Hier gibt es keinen Anfang. What the fuck? Ich weiß nicht, ob das wichtig war. Kann man hier Einstellungen, Untertitel? Ja. So, vielleicht können wir das normal machen. I boasted among men that I had known you. They see your pictures in all works of mine. They come and ask me, who is he? I know not how to answer them. I say, indeed, I cannot tell. They blame me, and they go away in scorn. And you sit there, smiling. I put my tales of you into lasting songs. The secret gushes out from my heart. They come and ask me, tell me all your meanings. I know not how to answer them. I say, ah, who knows what they mean? They smile and go away in utter scorn. And you sit there smiling. What? Rabindranath Tagore, 1910. Ich hab keine Ahnung. Ist das ein echtes Zitat, Geschichte, was weiß ich? Leute. What the fuck? So. Jetzt raff ich das. Guck mal. Wir machen mal. Hiermit können wir löschen, bestimmt. Ja. Arr. So. Dann gehen wir bis hier vorne. Oh, weia. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Wir gehen bis hier ungefähr, wo das Schild ist. Dann da hoch. Nee, das funktioniert nicht. Der Ausgang ist da hinten, ne? Nee, dann müssen wir anders gehen. Dann gehen wir hoch an der Seite, so hoch wie wir können. Dann, also wir gehen geradeaus, links. Also geradeaus, links, rechts, rechts, links, links, geradeaus, runter. Runter, rechts, links, links, rechts. So. Boah, das kann ich mir noch niemals merken. Ach du Scheiße, muss ich mir das jetzt aufschreiben? Besser ist es wahrscheinlich. Ich mache mir mal ganz schnell hier eine Notiz. Dann gehe ich den Weg jetzt nochmal ab und dann mache ich das. So, wie mache ich das am besten? So hier. Also, geradeaus, geradeaus, dann, natürlich immer in unsere Körperdings reinsetzen, nach links, links, dann stehen wir mit dem Gesicht nach da und dann nach rechts und dann nach rechts. Rechts und danach links und danach links und dann geradeaus und danach links geradeaus. Oh, ich glaube, ich habe jetzt einen links über, oder? Nee.
Doch, war richtig. Geradeaus. Und dann gucken wir nach hier unten. Und dann nach rechts. Danach links. Dann gucken wir nach unten. Danach links. Danach rechts. Nach rechts. Geradeaus. Und ans Ende latschen. Das werde ich aber noch hinkriegen. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Okay, ich gucke mal, ob das jetzt hier, so passt, was ich mir hier aufgeschrieben habe. So. Schauen wir mal. Hoffen wir es. So. Geradeaus. Geradeaus. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Jetzt müssen wir hier durch. So, jetzt habe ich es schon raus. Das habe ich. Ne, 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 ne. 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 Vor allem, weil immer zwei gedingst werden. So viel hätte ich mir gar nicht. Na gut. Jawoll! Killer! War aber auch. Oh! Sieh mal einer an. Our hangnails are incredibly real to us. Whereas to most of us, the English village of Nether Wallop and the high Himalayan country of Bhutan, not to mention the slowly swirling spiral galaxy in Andromeda, are considerably less real. Even though our intellectual selves might wish to insist that since the latter are much bigger and longer lasting than our hangnails, they ought therefore to be far realer to us than our hangnails are. We can say this to ourselves till we're blue in the face, but few of us act as if we really believed it. A slight slippage of subterranean stone that obliterates 20,000 people in some far-off land. The ceaseless plundering of virgin jungles in the Amazon basin. A swarm of helpless stars being swallowed up one after another by a ravenous black hole. Even an ongoing collision between two huge galaxies, each of which contains 100 billion stars. Such colossal events are so abstract to someone like me that they can't even touch the sense of urgency and importance, and thus the reality, of some measly little hangnail on my left hand's pinky. We are all egocentric, and what is realest to each of us in the end is ourself. The realest things of all are my knee, my nose, my anger, my hunger, my toothache, my side ache, my sadness, my joy, my love for math, my abstraction ceiling, and so forth. What all these things have in common, what binds them together, is the concept of my, which comes out of the concept of I or me, and therefore, although it is less concrete than a nose or even a toothache, this I thing is what ultimately seems to each of us to constitute the most solid rock of undeniability of all. Could it possibly be an illusion? Or if not a total illusion, could it possibly be less real and less solid than we think it is? Could an I be more like an elusive, receding, shimmering rainbow than like a tangible, heftable, transportable pot of gold? Douglas Hofstadter, 2007. Ich glaube, das sind echte Zitate. Aber das ist ja ein cooles Schlusssatz für die Folge. Und wir haben was geschafft. Ja! Hier stehen sich zwei. Ist das Musik? Ich bin mir nicht sicher. Stehen sich zwei gegenüber mit Sonnenbrille auch? Strange. Naja, in der nächsten Folge gucken wir da mal rein. Ich kann nicht versprechen, immer noch nicht, dass wir das hier Ewigkeiten spielen, wenn ich nicht irgendwann überhaupt nicht mehr weiterkomme. Dann ist das halt so, ne? Ich bin nicht jemand, der verbissen. Und so weiter. Ihr werdet es sehen.
Und wenn ihr immer noch Tipps habt, auch wenn es nur der ist, such mal weiter, mein Freund. Du findest noch das, was du suchst. Dann reicht mir das hin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Erfolgserlebnis fand ich super. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt main. Haut rein. Bis dann. Tschüss.